Studios, okay? Ja, und damit herzlich willkommen zum Surgeon. Ich will mal eben kurz hier die Soundeinstellung ein bisschen runterdrehen. Und damit herzlich willkommen zum Surgeon Simulator auf der PlayStation 4. Ja, wir spielen oder beziehungsweise Dr. Flex, bitte in den OP. ja, Surgeon Simulator, was ist das Ganze? Was hat es damit auf sich und warum macht der denn der Flexi? Warum macht der denn? Hallo, hallo, hallo. Komm her, komm. Sprich zu der Hand. Ja, und warum macht der. Huch, und warum macht der Reflex denn ein Let's Play davon? Und was ist das überhaupt? Und worum geht's? Ja, wir sind Dr. Flex. Wir sind hier in einem Krankenhaus. Ihr seht, wir sind hier in einem Krankenhaus. Da hinten ist der Flur. So, das ist hier meine. Ja, simulierte Hand anscheinend. Das Ganze gibt es im PlayStation Store für Plus-Mitglieder circa 8 bis 9 Euro und Otto Normalos dann 11, ich glaube 11 oder 12 Euro um den Dreh. Ja, was ist Surgeon Simulator? Das ist eine... Huch, das Telefon klingelt. Vielleicht sollte ich mal dran gehen, wenn ich jetzt mal wüsste, wie die Steuerung funktioniert. Hallo? Hier, okay. Hallo, ich will doch nur den... Schach, weg da, weg mit den Scheißdingern. So, ihr seht schon, das hat eine ganz... Huch, nein! Das hat eine ganz ulkige Physik. Und, dort muss man Operationen durchführen. Hier sieht man so ein bisschen die Steuerung. Okay, L2. Okay. Controller drehen, dann kann man die Hand drehen. Okay, so nach oben, nach unten. Okay. Hallo. Hi, 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 Detail. Space Taxi. So, okay, R2. R1. Aha. Okay, kann man. Achso, okay, ach, da kann man es komplett greifen. Einmal die Faust machen. Da kann man so boxen. Wofür ist denn der Knopf hier? Was ist denn. Kann man da was machen? Hallo? Huch! Nein! Hallo? 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 Nein, ich will nicht! Nein! Okay, mit Steuerung hat sich soeben erledigt. Und bevor ich jetzt hier groß rumblabbel und erzähle, muss Reflex jetzt den, Bob, so heißt er, so steht zumindest hier, Herztransplantation muss ich hier ausführen. Ort ist natürlich die Operationssaal. Hätte jetzt natürlich auch gut stehen können, Busstation. Naja, gut. Unvollständig, Leistungsanalyse. So, dann wollen wir mal die Operation beginnen. Und dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Ich bin schwer begeistert. Ich habe es mal bei anderen Let's Playern gesehen. Es ist sehr, sehr lustig. Es kann nur heiter werden. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so eine provisorische Folge 1 Aufnahme. Ihr könnt mir ja dann einfach mal unter den Kommentaren schreiben, was ihr so davon haltet, ob ihr da gerne mehr sehen möchtet. Und so, und jetzt muss man hier Dr. Flex, den die Frauen vertrauen, erstmal schauen. Also, bei unserem Patient geht's relativ gut. Ne, die geht's gut. Die geht's gut. Ja, du bist ja ein ganz, ganz feiner. Ja, du bist ein ganz, ganz feiner. Hallo. So, wir haben es auf der Uhr. Sieht das richtig? 1:04. Okay, oh, das ist aber schon relativ spät. Also, wir müssen eine Herztransplantation, mein Gott, schweres Wort, dem Kollegen hier verpassen. Wir sehen oben rechts die Blutwerte. 5600 Milliliter und Flussrate 0 Milliliter in der Sekunde. Das heißt, wir müssen natürlich aufpassen, dass er nicht zu viel Blut verliert, sonst ist das Spiel zu Ende. Und links seht ihr die Zeit, die wir brauchen. Also, wir quatschen schon eine Minute lang viel zu viel rum. So, jetzt muss ich mal eben hier... So, weg damit. So, der braucht nichts sehen. So. Der braucht nichts sehen. So, womit fangen wir denn an? Wir müssen hier irgendwie die Knochen raus. So, ich muss mal gucken. Das ist irgendwie. Das ist doch irgendwie, ne? So, wir können hier mit dem. Okay, da haben wir unsere ganzen Werkzeuge. Das ist jetzt. Was haben wir hier? Eine Sodaflasche? Huch, hallo.
Hui, oh, oh, hallo, bleibst du hier? Hallo, hallo, hallo. So, die legen wir mal da aufs Köpfchen, okay. So, wir müssen am besten, wie kriegen wir denn da die Knochen raus? Ich würde sagen, mit einer Säge. Nehmen wir mal hier die Säge, so. Huch, okay, das mit der Säge hat sich mal so eben erledigt. Das ist so, ja. Okay, wie wär's denn? Okay, wir müssen ein bisschen drehen. So, dann, das ist gar nicht, das sieht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, das so jetzt nehmen. Ah, okay. So. Dann müssen wir mal schauen. Huch, wie machen wir das denn? Okay, das sieht gut aus. Was wir da machen. Was der Dr. Reflex da macht, anscheinend. Nicht ins Herz rein, dann haben wir direkt verloren, glaube ich. Huch, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Drehen, genau. Nicht ins Fleisch reinschneiden, Reflex. Genau, so. So. Huch, da oben müssen wir auch noch hin. Ja, da spritzt schon das Blut. Ja, tut mir leid, wir müssen die Rippen so rausschnibbeln. So. Ja, das sieht sehr gut. Ich glaube, jede Krankenschwester wird mich jetzt verfluchen. Oder jeder Arzt, der mir jetzt hierbei zusieht. Der wird sagen, Alter, was machst du da? Alter, was tust du? Alter, der wird das nicht überleben. Unser Bob, der sieht aber noch ganz gut aus, finde ich. Also, einfach mal durch. So, Erdbeermarmelade. Oh. Oh. Ich hab mich jetzt total erschrocken, was jetzt passiert ist. Ich habe gar nicht auf das... Oh. OP fehlgeschlagen. Und dabei ist alles so gut gelaufen. Ja. Brutalen Mord geschafft in gerade mal 3 Minuten und 52,53 Sekunden. Ja, das Ganze machen wir natürlich nochmal. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Das Ganze kommt von Bossa Studio UK. Das Spiel. Das Ganze nutzt die Unity Engine, die auch für andere Spiele benutzt wird, hier zum Beispiel wie Horror Games und sowas. Da wird die Unity Engine auch genutzt. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, dass wir das Ganze nochmal ein bisschen agiler angehen. Ich würde gerne mal die Säge hier benutzen, aber die Tasse steht mir im Weg. Da müssen wir mal schauen. So, hallo? Hallo? So. Huch! So. Also, erstmal die Säge nehmen. Ja, sehr schön. So. Huch! Kann man auch... Wie geht das denn mit dem Sägen? So? Nach vorne zurück? Okay. Das sieht gut aus. Ja, das funktioniert besser wie vorher, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, ich glaube, wir schneiden ein wenig ins Fleisch rein. So, wir müssen da ein bisschen... Huch! Ich glaube, ein bisschen hin und her. Ihr müsst mich jetzt wirklich mal sehen, wie ich jetzt den Controller hin und her bewege, obwohl ich eigentlich den Stick bewegen müsste. Aber irgendwie noch geht's. Noch. Hallo? Na, ich glaube, wir hebeln das eher aus, als wir sägen. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Huch! Huch, jetzt bleibt auch noch die Säge da drin. So. Ah, legen wir die. Jetzt, ja, natürlich, jetzt bleibt auch noch meine Uhr da drin kleben. Ja, klasse. Die schenke ich dir. Kannst du mitnehmen, wenn du fertig bist. So. So, jetzt nehmen wir natürlich die Säge wieder. Das müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtiger angehen mit der ganzen Chose. Nicht in die Niere rein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht besser aus wie vorher. So. Ja, schön vorsichtig. Huch. Ich sehe das alte Herz, aber ich sehe den Knochen nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier das Richtige tue. Ja, ich glaube, der Knochen ist weg. Hoppala. Okay, das sieht gut. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, was ich hier mache gerade. Hallo? Ja.
Okay, da oben ist noch ein Knochen, den müssen wir noch... Ich hoffe, da... Ich glaube, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier... So, das muss erstmal weg. Dr. Flex, bitte in die OP2. Dr. Flex, bitte in die OP2. Ich habe keine Zeit jetzt. Ich muss jetzt hier eine Herztransplantation durchführen. Ich weiß gar nicht, wie wir denn jetzt hier... Wie können wir denn... Hallo? Okay, da hängen zwei Knochen aneinander. So, wie kriegen wir denn... Ja, genau, weg damit. Braucht er nicht mehr. Hat sich eh erledigt mit dem gleich. So, weg damit. So, wir müssen das Herz eben wieder rauskriegen. Ich weiß nur noch nicht. Da müssen wir aber noch, glaube ich, da die Sehnen, glaube ich, da irgendwie rausschneiden. Ich glaube, mit dem Skalpell. Der verliert relativ viel Blut. Ich werde mal schauen, dass ich mal erstmal den Hammer hier weglege hier. Hallo? Hey. So, Skalpell nehmen. Genau. Und dann müssen wir jetzt ein wenig schnibbeln. Mal vorsichtig. Wie schneide ich das denn da? Oh, das Blut. Oh, das Herz blutet. Das schneide ich das richtig hier? So, weg damit. So, Skalpell lassen wir drin liegen. Mal gucken, dass wir hier... Kriegen wir das Herz nicht da raus irgendwie? Hallo? Hallo? Ich will das greifen, aber ich kann es nicht... Ich glaube, wir müssen da hinten die Arterie noch mal ein bisschen rausschnibbeln. Dazu muss ich das Skalpell noch mal nehmen. Hallo? 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 So. Also, da hinten muss ich hin, glaube ich. Ah, das lief so gut. Oder es läuft so gut gerade. Noch ein bisschen rumpopeln, dann passt das schon. So. Jetzt müssen wir doch mal schauen. Jetzt müssen wir doch irgendwie hier... So. Und, wie schaut's... Was habe ich denn da? Ih, nochmal ein Knochen. Die Säge läuft mittlerweile... Die Säge läuft immer noch. Ach, wisst ihr was? Jetzt machen wir hier einfach hier den Deckel einfach auf hier. So. Huch, hallo? Hallo? So, schnell. Weg damit, genau. Schnell, so. Das sieht aus wie so ein Fötus. So, fertig. So, Operation gelungen. Patient, wunderbar. So, rein damit. Fertig. So, jetzt holen wir noch das Tuch. Wenn ich das kriege da hinten. Natürlich nicht. Ich will das Tuch. Hast du fein gemacht. Hast du ganz fein gemacht. Kannst du gleich aufwachen. Ja. Hast du fein gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Ganz fein hast du gemacht. Ganz fein. Ja, legen wir noch anschließend noch die Säge mit rein. Dann passt das schon. So. Ne, die muss dann auch richtig liegen. Hui. Huch, hallo? Oh. Ja, anscheinend hat die Operation nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. OP fehlgeschlagen und dabei lief alles so gut, das stimmt. Und wir waren eigentlich relativ gut unterwegs. Ja, einen brutalen Mord geschafft in gerade mal 5 Minuten und 25,283 Sekunden. Oh mein Gott. Ja, das ist der Surgeon Simulator. Und ich weiß noch nicht, vielleicht zeige ich es auch mal in der Let's Play Live Show. Müssen wir mal gucken. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach mal Kommentare jetzt hier drunter schreibt, unter das Video, und mir mal sagt, ob euch das gefällt, ob ihr noch ein paar andere Operationen sehen möchtet, weil hier gibt es, glaube ich, noch andere Operationen, die man noch machen kann. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das funktioniert. Muss ich mal so in der Pause mal nachschauen. Also, falls ihr da Interesse habt, euch das Ganze mal anzusehen, nochmal vielleicht andere Operationen, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. So, die Maus, der Ordner, da muss alles weg. So sieht das bei mir auf dem Schreibtisch auch aus. Da räume ich so immer auf dann ein bisschen. Ne? Und dann würde ich sagen, während ich hier aufräume, sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Eventuell vielleicht beim Surgeon Simulator. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss.